Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Dietmar Scholz von Alba Import. Wir haben auf der Hanse Spirit miteinander gesprochen, aber wir werden jetzt nicht in Frankreich unser Thema haben, sondern endlich wieder in Schottland sein. Wolfbourne. Yes. Oder Burn, wie wird das? Erzähl mal ein bisschen zu dieser wunderbaren neuen Distillerie. Der neue kleine Superstar aus den nördlichen Highlands, yeah. Aus dem Ort Thurso. Ein trauriger Ort, wo es immer regnerisch ist und windig und niemals die Sonne scheint. Die Menschen sind alle depressiv, aber dort steht seit 2013 die Wolfbourne Distillerie. Mhm. Dort gab es bis 1862 schon einmal eine Wolfbourne Distillerie. Das war damals die größte Brennerei in den nördlichen Highlands. 300 Meter neben dem Ort, wo die alte Brennerei stand, steht jetzt die neue Wolfbourne Distillerie. Und ja. Sie ist wahrscheinlich mit Abstand die hässlichste Brennerei Schottlands. Das meine ich im Spaß. Okay. Zweckgebäude, ja. Keine hübsche Brennerei, weil dort oben verirren sich nur selten Visitor hin. Ja. Entscheidend ist, wie bei einer guten Flasche Whisky, was ist drin. Mhm. Und die Technik bei Wolfbourne Distillerie ist sensationell. Eine State-of-the-Art-Brennanlage und super tolles Personal. Also 300 Meter neben dem Ort der Altbrennerei steht die neue Wolfbourne Distillerie. Sie entnimmt das Wasser aus dem gleichen Bach wie damals schon die alte Brennerei, dem, Überraschung, Wolfbourne. Ja. Eine Craft-Distillerie, ja, in den nördlichen Highlands, die erste Craft-Distillerie in den nördlichen Highlands, nach dem Vorbild von Kilhoman Distillery. Ja. Die beiden Gründer, ein privates Unternehmen, zwei Leute denken sich, einer aus Wick, aus dem Nachbarort, okay, denken sich, wir wollen eine Brennerei bauen. Sie waren mal bei Kilhoman zur Schule, eine, okay, Woche bei Kilhoman, haben sich dort angeguckt, wie eine Craft-Distillerie arbeitet und haben sich gesagt, das wollen wir auch, aber in den nördlichen Highlands. Super. Und so kam die Idee, den Namen Wolfbourne wieder aufleben zu lassen. Ja. Seit 2013, seit Februar 2013 in Produktion, jetzt gerade 5-jähriges Jubiläum gehabt. Und Wolfbourne überrascht die Whisky-Liebhaber mit der hohen Qualität. Gerade bei Blindverkostungen immer wieder, oh, das muss das sein. Und oh, Wolfbourne, wow, hätte ich nie gewusst. Das Spannende ist, dass der New Make von Wolfbourne so hochwertig, ja, produziert wird, dass er auch in jungen Jahren, wir reden momentan über einen Altersschnitt von ca. 4 Jahren bei den drei, ja, Grundqualitäten, ja, dass er mit 4 Jahren doppelt so alt auftritt. Ja. Wenn wir in Blindverkostung den Leuten nicht sagen, wie alt es ist, dann schätzen sie in der Regel 8 bis 10 Jahre. Genau. Und das ist für einen jungen Malt ein ganz großes Kompliment. Absolut, absolut. Also du hast 2 Flaschen jetzt oder 3 Flaschen sogar jetzt hier. Ja. Machst du dir ganz kurz vorstellen? Ja, wir haben auf der einen Seite, ich hole sie mal, den Wolfbourne Northland. Ja. Northland, damit ging die Reise los vor 2 Jahren. Das war der erste Wolfbourne, der in den Markt gegeben wurde. Damals mit 3 Jahren, jetzt mittlerweile Altersschnitt ca. 4 Jahre, eine Weiterentwicklung. Northland stellt den Brennereicharakter dar. Genau. Habe ich sogar auch gehabt und war, ist immer noch ein Hauch rauchig immer, oder? Nein, nicht der Northland. Okay, ah, wir haben hier im Grunde, na vielleicht ein... 2 ppm. Wenn, dann wirklich, also kaum spürbar. Okay. Was wir hier haben, ist eigentlich der unverfälschte Brennereicharakter, Northern Highland Style, das, ja, ist das Thema. Sehr fruchtig, mhm, sehr maritim, ja, vielleicht sogar leicht salzig. Okay. Und das zeigt der Northland. Okay. Sein Kumpel, der mehr den Fasseinfluss, mhm, zeigt, das, ja, ist der Wolfbourne Aurora. Aurora, benannt, okay, nach der Aurora Borealis, mhm, den, ja, Nordlichtern, die man dort oben in Thurso relativ häufig sieht. Okay, cool. Er ist fast betont. Wir haben frische Bourbonfässer und im größeren Anteil intensive Sherryfässer. Oh ja. Das zeigt, wie Wolfbourne sich entwickelt, wenn das Fass seinen Stempel abgibt. Ja. Okay. Und dann haben wir die dritte Qualität, oh, das ist die jüngste Qualität, das ist der Wolfbourne Morven, benannt nach dem höchsten Berg der nördlichen Highlands. Und er ist abgefüllt aus dem leicht getorften, ja, Wolfbourne, denn die Brennerei brennt 2 Stile. Ungetorft, mhm, Northland Aurora aus ungetorft, ja, Morven aus 10 ppm getorften Malz. Ja. Hier geht es darum, dem Northern Highland Style eine weitere Dimension zu geben, eine, ich würde nicht rauchig-torfig sagen, sondern eine erdige Note, ja, anbeizustellen. Sehr fruchtig, aber eben auch so etwas Erdiges, Bodenständiges. Und das macht Wolfbourne aus. Man guckt natürlich jetzt, wie die Whiskys sich entwickeln, wie sie weiter reifen. Als junge Brennerei hat man diese Erfahrung ja noch nicht. Und wir alle können mit dabei sein auf dieser Reise und eine neue Craft Distillery in den nördlichen Highlands begleiten.
Eine Frage, was ich nicht weiß, deren Lagerhalle, ist da irgendwas Besonderes daran? Gab es diese Tonboden und so weiter wie damals, oder? Das Tolle ist, dass eine neue Brennerei sich traditionelle Lagerhäuser baut. Dunnage Warehouses. Ja, ja. Dunnage Warehouses, offener Erdboden, hohe Luftfeuchtigkeit. Hohe Luftfeuchtigkeit, die Poren der Eiche öffnen sich und der Whisky kann schneller reifen. Und in Förso ist es sowieso immer feucht. Extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, der Wolfburn, der auch so gemacht wird, vom Brennverfahren her, dass er sehr schnell reift, reift noch schneller in diesen Dunnage Warehouses. Problem ist halt nur, dass Dunnage Warehouses bedeutet, man lagert in die Fläche. Und das kostet einfach mehr Geld, man braucht mehr Platz. Hochregallager sind da natürlich platzsparender, aber oftmals eben auch mit wenig Luftfeuchtigkeit. Die Poren sind dicht, der Whisky braucht länger, um zu reifen. Super, vielen Dank. Muss man noch irgendetwas von Wolfburn wissen, was man noch nicht gesagt hat? Also, ganz entscheidend ist natürlich, dass die Brennanlage eine echt tolle Brennanlage ist. Von Forsyth in Roffes, den traditionellen Brennanlagenbauern, gebaut. Und Forsyth hatte in diesem Fall fast freie Hand. Sie haben die Brennanlage frei konzipiert. Es gab nur wenige Vorgaben, Northern Highland Style. Und es muss in die Halle passen. Forsyth hat geliefert und hat gesagt, wir bauen euch eine Brennanlage, State of the Art. Und dann schicken wir euch auch Leute, die eventuell mal eine Brennanlage bei uns bestellen wollen. So eine Art Musterhaus. Und da hat man sich besonders reingekniet und hat was ganz Tolles hingestellt. Hat man tolle Technik, braucht man noch gutes Personal. Und der Mann bei Wolfburn, der die Qualität bestimmt, ist Mr. Shane Fraser. Shane war lange Zeit der Head Distiller bei Glenfarclas. Und er geht zur unbekannten Wolfburn-Brennerei am Ende der zivilisierten Welt. Entschuldigung, nach Förso, aber und es ist einfach eine tolle Kombination, tolle Technik und ein toller Typ, ein echter Destillier-Nerd. Und das führt dazu, dass wir so einen tollen, neuen Northern Highland Star haben. Super. Vielen Dank. Mehr hätte ich nicht erwartet. Eine geniale Beschreibung. Und ich hoffe, wir haben alle einfach jetzt da ein bisschen einfach mal Verlangen, das hier alles zu verkosten, denn mehr kommt immer wieder raus. Vielen, vielen Dank, du. Dafür nicht. Ciao. Ja, ne, bis zum nächsten Glas Wolfsburg.